Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 14. Wir befinden uns gerade in Limsa, weil wir letzte Folge da bei der Mokumu-Kollektion da unten vorbeigeguckt haben. Und ja, wir sind aber noch dabei, unsere Anima-Waffe zu fertigen. Und dafür müssen wir nun in den Palast des Wanderers Speer. Und ja, das machen wir jetzt. So, los geht's. So, die Heimat der Tomberis. So, die müssen wir hier retten. Vor den garstigen Biestern. So, lass den Tomberi in Ruhe. So, alle da? Das Ding noch. So, und weiter zum ersten Boss. Mit seinen komischen Flammenspeeren. Stirb! So, ihr kommt alle schön mit. Gut, die wird erledigt. Weiter geht's. Und jetzt noch die da vorne und dann haben wir alle. So, die werden erledigt und weiter geht's zum zweiten Boss. Mit seinen komischen Totems. Solar, ja. Hinfort. So, ab nach unten. So, ihr Bösen. Einfach die Tomberis hier festgehalten. Und teilweise auch getötet. So, du bist frei und du bist auch frei. Zeigt uns den Weg. So, das Geschwür war ja sehr schnell erledigt.
So, jetzt auf nach oben. So, und da sind wir auch schon mit der Kapelle, wo der letzte Boss auf uns wartet. Mola, ja, ja. Und dann wieder zu Boden. Tompels freuen sich riesig. So, weiter geht's mit den Ruinen von Amtapor schwer. So. Der letzte Dungeon aus A Realm Reborn. Ach, diese coole Ziege. Ich hatte damals so gehofft, dass es das Mount kommt. Das ist tatsächlich gekommen. Das finde ich voll super. Ich hoffe immer noch auf dieses Fledersquash aus den Irrungen der Gitarre. Gut. Hier geht Ruhe. So, der kopflose Reiter. Hilfe! So, dann auf nach oben. So, du komische Baumschacht. Da, 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 dom, dom. So, guck mal hier in den Wind rein. Schön luftig. So, ich rufe mal Phoenix und das Ding möchte ich eigentlich mal so schnell erledigen. Okay. Das war noch etwas Schnelles gedacht. Ich mag das nämlich nicht, wenn es sich aufteilt. Da muss man erstmal mit Licht wieder arbeiten, damit das Ding wieder sichtbar wird und naja, ihr kennt das Problem. Das Ding und das war's. Auf zum Endgegner. Der total lustig ist. Und immer lachen muss. Ferdiat.
Ja, diesmal gab's nichts zu lachen. Und tschüss. Ah, weiter geht's. Gut, ich wohl behalten, wiederzusehen, Theo. Das ist doch nicht dein Blut, oder? Dann ist ja gut. Ganz schön unfreundliche Gegend hier draußen. Und ich wäre hier wohl Schluss mit meiner Forschungsarbeit. Umso mehr festigt der Anblick meinen Wunsch, etwas Neues, Einzigartiges, Wundervolles in diese Welt zu setzen. Hoffentlich befinden wir uns nicht auf dem Holzweg. Was ist, wenn es uns nicht gelingt, die Waffe zu erwecken? Was ist, wenn die synthetische Seele gar kein Interesse daran hat, eine Waffe zu beseelen und einfach weiter schlummert oder unsere Welt wieder verlässt? Hat sich die beseelte Wunderwaffe schon geregt? Hm. Verstehe. Dann bleibt uns nichts anderes übrig, als weiterzumachen. Auf zur nächsten Station. Zeigt der synthetischen Seele, was es heißt, für das Wohl Eosias zu kämpfen. Sie ist erwacht. Nur zumindest ein bisschen. Immer noch ein bisschen so im Halbschlafmodus. Schön. Gut, dann auf zur Abendrotwacht. Der erste Dungeon aus Heavensward. Fliegt auch schon unser Endgegner davon. So, dann kommt mal her. So, noch das Ding. Dann hinein in die Abendrotwacht. Wie auch immer hier ein Elefant reingekommen ist, aber gut, das lassen wir mal dahingestellt. Haben wir hier nur Platz im Inventar? Ah, doch, es geht noch. Ja, gut, dass es alles so schön alleine geht. Sonst hätte man das alles damals, also man musste damals das Ganze mal laufen. So, kommt mal alle hier schön zusammen.
Zuckerruder. Das nächste Mal vielleicht ein bisschen stärker. So, alles erledigt. Hinein ins Kommandozimmer. So, das wäre erledigt. Dann erstmal nach oben. Was, dass dieser Aufzug überhaupt noch funktioniert. Ifrit verbrennt. So, da ist schon wieder der Greif und weg ist er. So, und da sind wir auch schon bei unserem Endgegner. Mehr aus. Oh, nur ein bisschen. So, dann weiter geht's nach Somal. Nicht so mein Favorite, aber okay. So, kommt alles zusammen. Was für ein Chaos. Ja, gut. Die ist müde, die schläft nur. So, weiter in die Magma-Kammer. Oder, naja gut, was heißt Magma? Ich weiß nicht so hundertprozentig, ob das wirklich Magma ist. Es sieht irgendwie danach aus, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Die Drachen haben ja so komische Sachen irgendwie da, ne? Also...
So, Drache, dann komm da mal runter, ne? Oh, bitte. Ja, komm, ich beiß nicht. Ich bring dich zum Explodieren. Es geht viel schneller. Wow, da fliegt die mal weg. So, und jetzt in die Eiskammer. Und noch ein Eiskristall. Patsch. Explodiere! Der Fliegling ist weg. Der ist nett. Bitte. Ich erschlag dir bitte Buch. Ja. So, Phoenix! Schön gebrüllt. So, sind auch gleich schon Gipfel angekommen. Naja, beziehungsweise im Gipfel beim letzten Boss halt. Letzten paar Meter muss man zu Fuß gehen. So, explodiere! Jetzt dürfen wir dieses Spektakel hier abwarten. Und natürlich auch noch ein drittes Mal, was so schön ist. So, wir nehmen alles mit. Das hat auch einen Grund, aber den werdet ihr später erfahren. So, Drache gegen Drache. Bahamut hat gewonnen. Gut, das wäre auch geschafft und unser Inventar quillt tatsächlich über. Das heißt, ich werde mich mal um dieses Inventarproblemchen kümmern. Und ja, dann geht es in der nächsten Folge dann weiter mit dem Nest des Drachen. Dann bedanke ich mich jedenfalls wieder fürs Zusehen und ja, bis zur nächsten Folge. Ciao Leute! In der Schlacht zwischen Licht und Schatten.